Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Valkyria Chronicles 4 mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter beim Kapitel Truppe E kommt zusammen. Wir haben beim letzten Mal praktisch nur Cutscenes geschaut und ja, heute geht's in einen kleinen Kampf. Ein Probekampf zum Schauen, ob wir würdig sind, um bei den Scouts, hießen sie, angemeldet zu werden. Mal schauen, ob wir würdig sind, in die Elite-Einheit zu kommen. Let's go over the details of the mock battle. Wir müssen uns die zugewiesenen Hauptlager innerhalb des Zeitraums einnehmen, okay. Unsere Verluste müssen minimal bleiben. Okay, sie müssen schließlich prüfen, ob die ganze Truppe bereit ist für die Ranger-Ausbildung. Ja, verständlich. Eins noch. Res tut sich immer noch schwer, dich als Kommandanten zu akzeptieren. Wahrscheinlich wird er einen Alleingang versuchen und deine Befehle missachten. Ist nicht schön, wenn das Einheiten machen. Aber ich mische mich nicht in das ein, was da zwischen euch läuft. Du musst im rechten Moment mit ihm reden, dann sieht er schon noch ein. Okay. Das feindliche Hauptlager wird erhoben und Claudres Niederlage. Claudres, Kai müssen sich zurückziehen, mehr als drei Verbündete müssen sich zurückziehen. Zwei Runden vergehen. Also das müssen wir alles innerhalb von zwei Runden schaffen? Okay. Interessant. Ja, Kai... Ah, die ist, er ist schon dabei. Okay. Claude auch. Ah, Res wird mir nicht angezeigt. Hm. Okay, wir nehmen sicher ihn hier mit. Ich werde auch noch einen Stoßtrupp haben. Haben wir Stanley vorhin auch schon dabei? Ja. Dann hat noch Zeiger. Ich bin mir... Die werden keinen Panzer haben, also können wir die Lancer mal rauslassen. Pioniere werden noch etwas. Aber ich glaube, ich nehme lieber noch die Rosetta mit. Weil wir, wenn wir es innerhalb von zwei Zügen einnehmen müssen, dann müssen wir uns ranhalten. Hoffentlich reicht das. Your first objective will be to capture this point. Exceed the time limit, and you'll be disqualified. Your mission starts now. Give it all you've got, soldiers. Look at all of them. Elites everywhere. We're screwed if we take them head on. What, Ras? Where are you going? Shut it. I don't take orders from you. I'll handle this my own way. See ya. Fine. I don't need your help. I'll finish this without you. Die kommen schon noch zusammen. Das kann nicht gesteuert werden, da auch Claudes Befehle missachtet. Okay. Ja, zumindest nimmt er keinen Schaden. Oh doch, er nimmt Schaden. Geht einfach in dem Moment alles nieder. Verschwört dich wenigstens hinter der Sandbank, Junge. So, ja, wir müssen das Lager dort einnehmen. Erobere das Ziellager vor Ende des zweiten Zugs. Das heißt, wir müssen... Okay, hoffentlich liegt niemand im Rasen, aber weil sonst könnte es relativ gut funktionieren. Wir nehmen zuerst mal Kai. Potenzial. Das ist noch besser. Kannst du den schon? Das wäre ideal. Du machst es dann einfach nur... Hopp. So viel dazu. Wir... So, wir bringen ihm mal ein Feld nach vorne. Ich glaube nicht, dass hier unser Ding verteidigen so ein großes Problem sein wird. Deshalb kann ich die Leute nach vorne bringen. Ich könnte mich auch irren, aber
Risikos müssen eingegangen werden. Wissen. Ah, Claude ist ja auch als Scout drin, okay. So. Eins. Dankeschön. Ich habe schon gedacht, da kriegt ihr nicht mehr. So. Dann gehen wir hier hin. Vielleicht kriegen wir so noch Feuerunterstützung, wenn wir die anderen zwei erledigen wollen. Und dann gehen wir noch mit dem Sturmtrupper. Wie gesagt, solange sich niemand im Rasen versteckt, ist alles okay. Drei Schüsse bis zum Tod. Okay. Das hilft. Curtis wollte wohl nicht helfen, aber wir sind nicht auf seine Hilfe angewiesen. So, jetzt gehen wir noch mit Sturmtrupper so weit, wie wir können. Für maximale Angriffskraft. So, Körperschutz sollten reichen. Okay, hat nicht gereicht. Naja, wir haben jetzt noch übrig Zeit, um mit Claude die Basis einzunehmen. Easy, wie er auf seinem Rücken steht. Nein, über. Dann erobern. So, hoffentlich kriegen wir da ein paar Züge noch. Sonst hätte ich mir gewünscht, dass ich meine Einheiten besser positioniert hätte. Just all talk. Natürlich nicht. Well done. For your next mission, your objective is here. Capture it within the time limit. What? Your defenses are even tougher than before. How do they expect us to break through this? It's gonna. They don't. This whole test was a farce. They never intended to let us pass in the first place. Claude. Keep it together, Claude. Everyone's eyes are on you. Oh, sorry, Kai. Sorry, everyone. I got too caught up in my own head, and... No, you're right. Times like these are exactly when I need to stay calm. It's fine. As long as you understand. Now, take a breath, calm down, and look around. Anything stand out to you? Around us? It. The terrain. We can use it to our advantage. Ha! You seeing this? Who's supposed to be the leader here? For one of the Academy's blue bloods, he's pretty flexible. There's something cute about that. He's a little uptight, but I can see a fire in his eyes. The man's got guts. Wir werden jede Runde mehr Leute auf unsere Seite ziehen. So, Niederlage, 4 Runden vergehen. Okay. Das Lager dort muss eingenommen werden. Ich hoffe, ich kann jetzt noch extra Einheiten beschwören. Beziehungsweise. Ja. Komm schon. Muss ich sie von hier hinten? Nee. Was sie am... Oh je. Oh je, oh je, oh je. Komm. Das ist das Lager, hä? Okay. Ich möchte gerne Laurent. Und ich möchte gerne ja, ist gut für den Panzer. Dann nehmen wir diesmal Rebecca. Ja. So, jetzt hat der Feind. Okay, mach du das. Wir müssen einfach ein bisschen auf Res aufpassen. Wobei, der wird hier gute Rückendeckung geben eigentlich. Here comes the pain.
ein bisschen schade, dass wir jetzt diesen Zug verbraten haben, also den einen Zug schon verbraten haben, aber okay. Man hätte eh nicht viel machen können. So. Nice. Oh, weil wir müssen diesen Panzer loswerden. Die beiden Stoßtruppen hier sind auch nicht gerade toll mit anzusehen, aber wir haben ja Kai aus seinem Grund dabei. Angriffskraft gegen Personen verringert. So. Ich will hauptsächlich die hier loswerden. Personen sind nicht das, was man vor sich haben möchte. Komme ich da noch rüber? Ich kann es versuchen. So, okay. Er hat noch ein bisschen Munition, vielleicht nehme ich damit den anderen Stoßsturmtruppe aus. Was ich jetzt noch tun wollte, war hinten kontrollieren. Hier kann mich der Panzer nicht verfolgen. Und wenn es nur noch der Sturmtruppe ist. Nee, ist nicht nur noch der Sturmtruppe. Es ist noch Pionier. Okay, das ist wenigstens nicht so eine Gefahr. Kriege ich den? Hoffentlich. Ja, das ist fast ein bisschen zu gefährlich. Vier bis zum Tod. Wenn er es nicht schafft, dann verlieren wir ihn eher. Verlieren wir ihn hier ziemlich sicher. Ja, Dankeschön. Das macht die ganze Sache schon um einiges besser. Hier weg. Können noch. Ja, jetzt müssen wir mit dem Lancer von hinten angreifen. Den müssen wir jetzt ein bisschen bewegen. Wenn wir den hier von hinten treffen können. Nee. Sonst machen wir den Panzer dann im nächsten Zug. Aber. Wir müssen hier mit dem Lancer seinen Schwachpunkt erwischen, sonst haben wir ein Problem. Das war eine Mauer. Nicht der Schwachpunkt des Panzers. Aber wir können nochmal mit ihm angreifen. Wir müssen ihn jetzt nicht mehr bewegen. So, bitte. Danke. Ja, bewegen tun wir ihn jetzt nicht extra. Was wir tun werden, ist noch. Wir nutzen jetzt unsere vier Züge voll aus, um uns zu positionieren. Dazu gehört auch, dass wir Raz ein bisschen helfen. Und dann gehen wir hier, aber wir können hier kriechen. Nicht mal aufstehen, aber wollen wir eh nicht, da kann er sich hier nicht mehr bewegen. So, und dann gehen wir mit dem Pionier ausschalten. Das sollte nicht allzu ein großes Problem sein, ist nur ein Pionier, versteckt sich halt einfach hinter einer Mauer. 11 Schüsse bis zum Tod, okay. Ich stehe dafür vielleicht ein bisschen zu nah, aber ich weiß auch nicht, ob ich hier die Mauer, das hier zerstören möchte. Weißt du was? Ich hau dir trotzdem Headshots rein und dann komme ich einfach mit der nächsten Einheit. Das Setter kann immer noch geheilt werden. Solange keine Headshots macht. Yep, sofort beenden. So. Ah, shit. Er kann jetzt. Ja, komm, wir beenden sie. Er kann nur mit dem
Ich habe den Sniper ausgeschaltet. Das der Gegner ist nicht gut genug, um Headshots zu machen, meistens. So. Leben ausgeschaltet. So, jetzt hat er zuerst die Arrays wieder. Arrays macht nichts. Okay. Hat uns nur geholfen, den Sniper auszuschalten. Soll mir recht sein. So, Zeiger. Damit ist der Ingenieur dann. Sorry. So, gehen hinüber. Ducken. Jetzt können wir ihn eigentlich einnehmen, aber nee, ich stehe noch nicht nah genug. Ich will jetzt die ganze Truppe hier hinbringen, bevor ich weitermache. Im schlimmsten Fall kommt da einfach ein Panzer und macht mir die ganze Truppe platt, wenn ich sie hier hinsetze, aber das ist ein Risiko, das ich eingehe. Bringen einfach alle in Position jetzt schnell und wenn wir noch ein paar Punkte übrig haben, beschwören wir noch Leute für die nächste Runde. Haben wir noch Punkte übrig? Wir müssen sie hier schon irgendwie noch verteidigen. Nein, nein, ich will schon Claude. Ich glaube, wir haben keine Punkte übrig, um beim nächsten Mal jemanden zu beschwören, wenn wir alle in die Position bringen. Drei Leute könnten wir ja, glaube ich, noch. Also wir lassen sie hier stehen. Eigentlich sollten wir das ja tun können, da sie verteidigt wird. Ich glaube also, es ist voll in Ordnung, wenn wir sie stehen lassen. Aber wir können hier am Punkt eh noch niemanden beschwören. Ja, wir bringen alle nach vorne. Allen ein bisschen Muni wiedergeben und ich könnte sie jetzt heilen. Oh, okay. Okay, ich kann sie nicht heilen. Vielleicht ist das nicht die beste. Ingenieur, nein, Pion. Nicht die beste Support Unit hier. Der andere ist besser mit dem Panzer und kann außerdem noch heilen. So, und jetzt nehmen wir dich. Und du nimmst jetzt das Gebiet hier ein. Damit kriegen. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht und hätte es nicht zu Anfang des nächsten haben machen sollen. Naja. These defenses are stronger than any previous objective. Now, Squaddy, let's see how you handle it. Wenn da zwei Panzer stehen, dann hole ich auch zwei Lancer. What's the matter? Something on your mind? Raz's position. I don't know if he planned it, but he's in the ideal place to strike. If we coordinate with him over there, it doesn't matter how good the opponent is. We can still win this. Really? And how do you plan to do that? He's not inclined to listen, unless you're going to grovel right here and now. You know exactly what's going through his head right now, don't you? He hasn't changed a bit. Raz is still a sore loser. He never thinks ahead and charges blindly into danger. But he's still strong, loyal, and reliable. Well, sounds like you already know what you need to do. I'll leave the rest to you. Damn it. I'm a sitting duck out here. No way I'm gonna break through just charging in like an idiot. I could just get some covering fire. This would be a cakewalk. Raz! Yeah, what the? Don't just yell like that out of nowhere, you dumbass! If we
want to break through this, it'll take an assault from your position. If our squad's going to win, we need you. What? You can do whatever you like later. Hit me, yell at me, whatever helps. So please. All right, everyone. Once Raz begins his charge, we cover him with all the firepower we've got. Raz can shut down the snipers and machine guns and keep us all safe. Let's move out! What the... Hey, wait a goddamn minute! I never said I'd... damn it, fine. I'm on it. Hang tight. Er ist verlässlich. So. Okay. Raz folgt nun Klaus' Befehl und kann gesteuert werden. Okay. In 8 Runden vergehen. Na, das sollte machbar sein, hoffentlich. Ich habe jetzt nicht so viele Gegner gesehen. Okay, ja, ich habe es anscheinend falsch rum gemacht. Jetzt habe ich noch 7 Runden. Ja. So. Wir haben hier Scout, Stoßtrupp. Ich gehe davon aus, dass hier unten noch mehr sind. Vielleicht hier sogar. Ne, hier kommt niemand durch. Das ist der Vorteil. Hier sollte auch niemand durchkommen. Aber hier kann man durchbrechen. Das hier ist das Gefährliche. Haben wir ihn? Okay. Und wir haben noch 2 Leute, die wir einsetzen können. Ich will es noch nicht heraufbeschwören. Understood. Hast du dich nicht mal geduckt? Ja, alle stehen. Okay. Da war die Position wenigstens nicht so falsch. Kannst du was gegen die machen? 4 bis zum Tod. Nee, das ist das Oresses Aufgabe. Dann ist deine Aufgabe, den Sniper hier auszuschalten. Und irgendwie müssen wir hier durch die Wand durchkommen, hä? Duck dich mal. So. Also, Raz. Wir kommen hier... Oder muss man da so rumlaufen, oder wie? Okay. Dann schauen wir mal, was wir gegen die Türme tun können. Die können sich nicht umdrehen, oder? Na, ja, das macht Sinn. Danach verstecken wir ihn im Gras. Das ist... Wir müssen einfach aufpassen, dass hier nicht zu viele Gegner auftauchen. Und dass er nicht von der anderen Seite angeballert wird. Wir wollen ihn eigentlich ein bisschen... Wir wollen ihn hier ein bisschen so ranbringen, ja. Den letzten Turm außer Gefecht setzen. Hier kommt eh niemand durch. Es geht nur darum, dass niemand, der schon auf seiner Seite ist, quasi rüberkommt. Danach kann sich Raz im Gras verstecken. Falls da noch irgendjemand bei ihm ist. So, aktuelle Aktion beenden. Ja. So, und damit ist Raz vorläufig mal durch. Möchte sich eh nicht mehr bewegen. So, und die Frage ist jetzt: Was können wir noch brauchen? Ich würde gerne. Nicht Claude. Nicht Laurent. Kultus. Potenzial. So. Lass mich durchgehen. This is awkward.
Okay. Aber die stehen. Also. Und ich setze hier hinten auch keine weiteren Gegner. Das ist mal ein Vorteil für ihn. Wir lassen ihn mal hinter dieser Mauer. Und bringen ihm Verstärkung. Den Stoßtrupp gehen wir gar noch nicht an. Wo haben wir denn noch? Zeiger. Das könnte funktionieren. Ich habe hier ein bisschen zu viele auf einem Haufen. Ducken, zielen. 7 Schuss. Nehmen wir. Aktion beenden und dann noch mit dem sehr wertgeschätzten Sniper hier. Nur weit genug, um dem Stoßtrupp hier eine ranzubauen. Danke, dass du dich geduckt hast. Schau mich nicht so an, das war geplant. So. Jetzt Rosetta. Das ist jetzt... Hey, cool, wir haben es geschafft. Ich habe jetzt das Gefühl, das war jetzt einfacher als das vorherige. Aber... Hey, Operation abgeschlossen. Wir haben mal eine Mission in einem Park geschafft. Decision. All of you are cleared for the Ranger course. I wish you the best of luck. Woo! Yeah! We really did it. I knew we'd pull through. Well, you two are going to be a handful. Ranger course war es nicht, Scout. Nur B? Komm schon. Ich meine, ich habe ein paar Runden verschwendet. Aber komm schon. Gut, die ganzen Cutscenes sind da, das werden wir dann aber... Okay. Wow, sogar für ein Flashback kriegen wir Medaillen. Oh, eine neue Lane. Okay. Nice. Okay, gut, ich würde jetzt aber sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn wir weitermachen. Mit den Cutscenes wahrscheinlich wieder für den ganzen Part. Mal schauen, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.